tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Kamaup vor. Kamaup ist die Vorentwicklung von Kamerupt und hat wie dieses einen Feuer-Boden-Typ, was ihm eine Doppelschwäche gegen Wasser, eine Schwäche gegen Boden, eine Resistenz gegen Feuer, Gift, Käfer, Stahl und Fee sowie eine Immunität gegen Elektroattacken gibt. Wenn ihr euch jetzt Kamaups Basiswerte ansieht, werdet ihr erstmal denken, was will er denn jetzt damit machen? Und das zu Recht. Mit einer Basiswertsumme von 305 hat Kamaup nicht wirklich irgendwas zu melden, hätte er nicht diese tolle Fähigkeit namens Wankelmut. Diese verdoppelt alle Statuserhöhungen und Senkungen auf diesem Pokémon. Die EV verteilt man 156 in KP, 100 in Angriff und 252 in die Initiative. Dazu ein frohes Wesen, um die Initiative zu maximieren und den Spezialangriff zu senken. Im Moveset nehmen wir Erdbeben, Flammenwurf, Nitroladung und Wachstum. Als Item nimmt man ein Evolid, um beide Verteidigungswerte um 50% zu erhöhen. Erdbeben und Flammenwurf sind Step-Attacken zum Draufhauen. Nitroladung macht zwar nicht viel Schaden, aber boostet die Initiative um eine Stufe, dank Wankelmut jedoch gleich um 2 Stufen. Wachstum erhöht beide Angriffswerte um 1 Stufe, wenn die Sonne scheint um gleich 2 Stufen und wenn man den Wankelmut noch mit darauf rechnet sogar um 4 Stufen. Und genau hier setzen wir an. Die Sonne muss man zwar vorher erst rausholen, damit das Ganze richtig effektiv wird, aber in den Low-Tiers kann man das mit Vulpix sehr zuverlässig machen. Als nächstes bringt man Kamaup am besten in eine Elektroattacke rein und boostet mit Wachstum in der Sonne. Dadurch verdreifachen sich erstmal seine beiden Angriffswerte. Mit jetzt 543 Angriff haut man als nächstes mit Nitroladung drauf und mit so viel Angriff und in der Sonne macht die übrigens noch erstaunlich viel Schaden. Jetzt steigt Kamaups Initiative auf ein brauchbares Level und es kann seinen aktuellen Gegner relativ sicher überholen. Als nächstes setzt man nun entweder mit Erdbeben und Flammenwurf nach oder sofern eine weitere Nitroladung schon ausreicht, kann man den Gegner auch damit kaputt hauen und die Initiative gleich nochmal auf 555 boosten, womit er ziemlich komplett uneinholbar wird. Von hier stehen einem Sweep nur noch Prio-Attacken im Weg. Dieses Kamaup benötigt zwar eine Menge Setup, kann jedoch extrem böse werden, wenn alles mal funktioniert. Ich empfehle dieses Set eher in Low-Tier-Kämpfen zu spielen, was aber nicht heißt, dass man es nicht auch mal in den höheren Tiers mitnehmen kann, da euer Gegner sich wahrscheinlich erstmal fragt, was man mit einem Kamaup überhaupt will und er es unter Umständen sogar erstmal kräftig unterschätzt. Gute Teampartner sind Pokémon, die Sonne rausholen können, wie zum Beispiel Vulpix. Duas Screens erhöhen die Chancen, dass ihr mit dem Setup sicher durchkommt und für Low-Tiers ist hier Ledian eine sehr gute Option. Und wenn ihr Tarnsteine legt, dann kommt ihr beim Sweepen auch durch Fokusgurte und Robustheit durch. Das war's von meinem Kamaup und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.